Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute stelle ich euch den Kanal Minecrafting HD vor. Es ist ein YouTuber, wo ein paar Let's Plays macht und wo ihr natürlich mega gute Unterhaltung der Let's Plays auch bekommt. Er macht unter anderem Agario, Slider.io oder Slifer, wie man sagen würde, und spielt auch Minecraft. Und ich habe ihn natürlich dadurch gefunden, weil ich auch eine Kanalvorstellung habt, mir meint, ich soll ihn vorstellen, aber was ich richtig nice finde, ist natürlich, damit ihr auch Agario spielt. Und Agario ist natürlich auch ein Game, wo viele sagen, es ist ausgelutscht und so, aber meiner Meinung nach hat es immer noch ein Potenzial, weil es immer noch mega viel spielen. Wenn man schon mal Agario gespielt hat, dann merkt man den Spielspaß immer noch. Plants vs. Zombies oder Plants, wie man sagen würde, hat er auch schon gespielt. Er spielt wirklich Spiele, wo eigentlich ein gutes Potenzial immer noch haben. Natürlich, Minecraft ist so eine Sache für sich. Da ist der Kronk und die anderen, wo das spielen, da ist die Reichweite natürlich dementsprechend kleiner. Aber wenn man Slifer oder Slider.io spielt oder Agario und so, dann hat das mega gutes Potenzial, sag ich mal, für einen YouTube-Kanal. Als Titelbild hat er sein Handy mit seinen Kopfhörer genommen und im Hintergrund, denke ich mal, ist es ein Plüschtier, wie man sagen würde, von so einem Greifautomaten oder so. Und das Profilbild, wo er hat, sind Minecraft-Menschen und da steht der Skin oder. Jo, ihr könnt ja mal gerne seinen Kanal abchecken, Link dazu ist in der Beschreibung. Und noch so nebenbei als kleiner Tipp, spielt doch mal vielleicht so Quizspiele, wo es da gibt von irgendwelchen YouTubern. Wenn du dir irgendwie ein Vorbild irgendwie haben möchtest für irgendwelche coolen Spiele, also sprich für so Unterhaltungsspiele, mein Favorit ist immer Concrafter, der hat immer wieder Games, wo wirklich mega Fun auch machen. Check einfach doch mal seine Playlist ab und schau doch mal, welche Games auch zu dir vielleicht passen oder passen würden. Dadurch habe ich auch mir so ein paar Beispiele nehmen können. Du weißt ja, YouTube, jeder macht den anderen wenig nach. Es gibt schon das, was es vorher gegeben hat, aber jeder kann es auf seine Art ausprobieren. Probieren geht über Studieren. Ich wünsche euch weiterhin einen tollen Erfolg. Ciao, bis zum nächsten Mal und ich wünsche euch allen noch einen tollen Tag, die gerade das Video geschaut haben.